In Star Wars Episode 2 beginnen die Klonkriege und damit ist einer der wichtigsten Schritte in Palpatines Plan eingeleitet. Der Ausruf des Krieges, der Armee, die über die gesamte Galaxis Frieden bringen sollte und der Republik bis aufs Letzte diente. Zweifellos ist der Plan Palpatines genial. Dennoch konnte er dieses immense Vorhaben nicht allein bewerkstelligen. Er musste auf verschiedenste Akteure setzen, den Bankenclan, die Handelsföderation, aber auch auf seinen Schüler. Dooku war mitunter sogar der wichtigste Akteur, der wichtigste verlängerte Arm des Sith Lords und baldigen Imperators. Wir alle wissen, wie die Schlacht von Geonosis ihr inszenatorisches Ende nahm. Der Rückzug wurde durch Dooku, Poggle und die Handelsföderation angekündigt und der Ausschuss aus Abtrünnigen löste sich auf. Dooku zog sich ebenfalls mit seinem Speeder zurück, doch machten ihm Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi einen Strich durch die Rechnung. Sie nahmen die Verfolgung zum Duellantenmeister auf und erreichten ihn schließlich in seinem persönlichen Hangar. Dort wich Dooku ganz und gar nicht vor einer Konfrontation zurück. Nein, er erwartet die beiden Jedi sogar. Nachdem Dooku Kenobi außer Gefecht setzte, kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem Padawan, dem ehemaligen Sklaven Anakin Skywalker und dem erfahrenen Schwertmeister. Ein relativ unausgeglichener Kampf folgte und endete mit einem abgeschlagenen Arm Anakins. Der Schwertmeister Dooku wich nicht zurück mit seinen Fähigkeiten und schlug Anakin den Arm ab. Palpatine, der ein Auge auf Anakin geworfen hatte, bekam das natürlich mit. Sogar seine Schwerthand verlor er. Das ist natürlich für einen Schwertkämpfer wie Anakin einer ist, ein besonders entscheidendes Erlebnis. Trotz der folgenden Möglichkeiten einer Prothese, die kein Garant dafür war, dass er wieder genauso gut werden würde. Dooku wollte damit unter Beweis stellen, dass er trotz der Tatsache, dass Anakin tatsächlich der Auserwählte war, ihm dennoch überlegen ist. Und das wollte er Anakin und den Jedi mit Sicherheit zeigen. Labyrinth des Bösen zeigt uns, dass Dooku sehr wohl wusste, dass Palpatine Anakin im Auge hatte für die Zukunft. Er wusste, dass es Anakin sein würde, den Palpatine unbedingt und um jeden Preis zur dunklen Seite korrumpieren würde. Da stellt sich uns jetzt die wichtige Frage. War Palpatine nicht sauer auf Dooku? Sauer darauf, seinem zukünftigen Schüler, dass er dem Auserwählten seine Hand nahm? Und was waren die Konsequenzen für Tyrannus? Was waren seine Gedanken, als Dooku das getan hat, Anakin die Schwerthand abgeschlagen? War er erzürnt? Diese Frage wollen wir euch heute einmal beantworten. Viel Spaß! Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst jetzt einmal einen Like da. Das macht für uns im Algorithmus einen enormen Unterschied. Vielen Dank. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, dass Palpatine bzw. Sidious extrem betroffen vom Verlust Anakins war. Er war auch sauer auf Dookus unnötige Aktion. Er führte als oberster Kanzler kurz nach der Schlacht von Geonosis ein sehr wichtiges Gespräch mit Yoda über den Anbruch der Klonkriege. Dort passierte etwas extrem Seltsames, das Yodas Aufmerksamkeit weckte. Es ließ Yoda aufhorchen und erfüllte ihn mit Neugier. Anstatt sich über den Stand der Klonkriege zu informieren, den aktuellen Zustand aller Generäle, der Truppen, der Einheiten, informierte er sich lieber über den Zustand von Anakin Skywalker. Das passierte zu Yodas Schock. Die ganze Galaxis hat sich von dem einen auf den anderen Tag in einem Krieg befunden und Palpatine wollte lediglich alle Details zu Anakins Verletzungen wissen, wie es ihm geht und ob er alles übersteht. Ob seine Wunden verheilen und wie schnell er regeneriert. Er wollte auch wissen, ob es Einbußen in seiner Stärke geben wird und welche Spuren dieser Einschnitt in seinem Leben hinterlassen würde. Das ist ein seltener Moment, in dem man hätte Palpatine schon enttarnen können, zumindest mit dem Wissensstand aus Star Wars Episode 3. Dieses Verhalten ist sehr verdächtig. Ein Moment unter 1000, in dem Palpatine nicht perfekt handelte. Er ließ seine Maskerade kurzzeitig fallen. Lasst uns das erklären. Es zeigte, dass er alle Details zum Krieg wusste. Er musste nicht wissen, wie der Stand der Einheiten war. Er hatte ja alles geplant und hatte auf beiden Seiten die vollen Details. Das Einzige, was er nicht wusste, waren die Umstände um Anakin Skywalkers Zustand, denn der Jedi-Orden ist die einzige Institution, die nicht von Palpatine gesteuert wurde. Die restlichen Neuigkeiten sind einfach keine Neuigkeiten und nicht interessant für den Sith-Meister. Man erkennt in diesem Moment gut, dass er der Meister des riesigen Puppenhauses ist. Er hatte einfach alle Infos, mehr als Yoda sie jemals haben könnte. In diesem Moment werden wir also Zeuge, was Palpatine Anakin Skywalker da wirklich bedeutete. In diesem Augenblick interessiert er sich einfach mehr für den jungen Skywalker als für die Schlachten der Klonkriege.
Es gibt noch eine weitere, sehr interessante Quelle zur Position Palpatines, die uns noch einmal seine Meinung zur Thematik um Anakins verlorenen Arm beleuchtet. Eine weitere Quelle ist die Novelization zu Star Wars Episode 3. Dabei handelt es sich um den Roman zum Film, in dem viele Gedankengänge ausführlicher beschrieben sind, aber auch Dinge gezeigt werden, die es so nicht in den Filmen geschafft haben. Damit ist sie ausführlicher, als es die Filme jemals sein könnten. Am Anfang der Geschichte sprechen Dooku und Sidious noch ein letztes Mal auf der unsichtbaren Hand, dem Schlachtschiff von General Grievous. Schnell wird klar, dass das Gespräch zu Anakin Skywalker sehr ausführlich wird. Dooku bekommt nämlich die ausdrückliche Anweisung seines Meisters, Anakin zur dunklen Seite zu drängen, während der folgenden Konfrontation. Tyrannus wusste um den Plan, Anakin zu korrumpieren und äußerte sich der Wahl Anakins bedenklich. Er hielt Kenobi für den geeigneteren Kandidaten. Bei ihm sei es besser, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen und zu bekehren. Obi-Wan könne mit dem Plan der Sith, die Jedi zu vernichten, eher betraut werden als Anakin Skywalker. Zudem hat der kybernetische Arm ihn unter Umständen geschwächt, so Dooku. Das Potenzial Skywalkers sei verringert und das könne sich auf seine zukünftigen Kräfte niederschlagen. Dooku war ein Meister des Kampfes, er musste es wissen und was vor allem interessant ist, wie er zu Kenobi steht. Das liegt vermutlich auch daran, dass Qui-Gon, der ja sein Schüler war, immer in sehr hohen Tönen von Kenobi sprach. Er versuchte ja bereits in Episode 2, ihn auf seine Seite zu ziehen. Er hielt nicht viel von Anakin und das ist auch etwas, das man in Clone Wars immer wieder und wieder sieht. Dort wertet er Anakin auch bei jeder Gelegenheit ab. Das Verhalten spiegelt sich an dieser Stelle gut wider. Doch ehe sich Dooku versah, entgegnete Palpatine ihm, dass er den Arm hätte auslassen können. Das ist eine ziemlich klare Aussage und dennoch war Palpatine nicht wirklich sauer. Denn es hatte auch hier Gründe dafür gegeben. Der kybernetische Arm Skywalkers war der erste Teil von Darth Vaders symbolischer Rüstung, die ihm angelegt wurde. Außerdem zeigte Dooku ihm mit dieser brutalen Handlung die wahre Natur der dunklen Seite. Dieses Handeln beeinflusste Anakin dahingehend, dass er Rache an Dooku verüben wollte. Das schürte natürlich weiteren Zorn in Skywalker, den er so ohne die abgeschlagene Hand sicherlich nie gehabt hätte. Und das spielte wiederum Palpatine in die Karten. Außerdem gibt es noch einen weiteren Grund. Der Rat der Jedi hatte auch eine klare Meinung zu Anakins Prothese. Sie hielten ihn durch diese synthetische Apparatur für unmenschlich. Das führte zu weiterem Misstrauen in den eigenen Reihen. Es war beinahe schon ein komplexer Mechanismus, welcher ausgeübt wurde, nachdem Dooku Anakin seinem Arm entriss. Sidious konnte auf diesem Weg also immer mehr Hass in Anakin schüren. So viel Hass, dass er im entscheidenden Moment das tat, was er als Jedi nicht hätte tun dürfen, Count Dooku persönlich die Arme und den Kopf abzuschlagen. In Angriff der Klonkrieger beginnt der Hass bereits zu wachsen. Mit dem Angriff der Tastenräuber und dem Verlust seiner Mutter begann es, fortgeführt mit dem Verlust seines eigenen Arms. Der Schmerz durch diesen Verlust, genau das ist, was Palpatine will. Genau das braucht Sidious, um Anakin an sich zu reißen. Stellt man die eingängliche Frage in den Raum, so würde man sie damit beantworten, dass Palpatine mit Sicherheit sauer war. Und auch wenn ihn der Verlauf ein wenig ärgert, weil sich Dooku bei Sheev nicht die Erlaubnis für dieses Manöver einholte, veränderte es den Plan nicht. Auch wenn es Anakin vielleicht ein wenig einschränkte, so war dieses Ereignis sogar der Entwicklung zuträglich. Der Verlust von Anakins Arm war mit Sicherheit ein wichtiger und ausschlaggebender Faktor, der seine Entwicklung in den Klonkriegen für seine Macht sogar entgegen der Erwartung positiv beeinflusste. Er konnte so mehr Potenzial ausschöpfen. Das hätte er sonst nicht geschafft. Vielleicht war es im Gesamten geringer, aber ausschöpfen konnte er mehr. Denn dieser Verlust, diese Angst vor weiterem Verlust, trieb Anakin pausenlos zu Höchstleistungen an. Diese Angst nährte ihn also in der dunklen Seite. Dieses Bild trägt sich dabei auch mit in den Star Wars Kanon. Vader folterte seine Inquisitoren und schlug ihnen auch Gliedmaßen ab, um sie stärker zu machen. Im Falle seiner Rüstung ist es ähnlich, die ihn auch durch die andauernden Schmerzen immer wütender machte. Sicherlich war sie aber auch eine Einschränkung, da gerade auch die Verbrennungen auf Mustafa zu viel des Guten waren. Doch der Arm auf Geonosis sollte ihn nur noch schneller in der Macht voranschreiten lassen. Und das war durchaus im Interesse Palpatines. Wir sehen also, Palpatine war nicht sauer auf Tyrannus. Den Weg, den Anakin dadurch ging, war sogar perfekt. Nicht unbedingt geplant, aber perfekt.
Diese Aktion seitens Dooku ließ eine Rivalität zwischen ihm und Anakin entstehen. Das dürfen wir in der vierten Staffel von Star Wars The Clone Wars sehen, als Anakin auf Naboo gegen Dooku kämpft. Der Hass und das Verlangen nach Rache ist so groß, dass er ihn sogar würgt. Das ist wirklich beeindruckend und zeigt, wie einschneidend das Erlebnis doch war. Palpatine erfreut sich an der Leidenschaft und dem Zorn seines baldigen Schülers. All das passte also perfekt in den meisterhaften Plan des alten Sith-Meisters. Er konnte Dooku letzten Endes nicht sauer sein. Doch was ist eure Meinung zu diesem spannenden Thema? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Wir finden es cool, dass so eine scheinbar einfache Frage eine doch so komplexe Antwort liefert. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. #212. Gemeinsam sind wir stark.